Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Top 8 Listen-Video. Und ich habe mir was ganz Außergewöhnliches rausgesucht. Und zwar Top 8 Spiel- bzw. Regelfehler. Und ja, das bezieht sich eigentlich auf meine Magic-Vergangenheit, was wir, also das heißt meine Freunde und ich, in unserer Anfangszeit falsch gemacht haben. Soll euch so ein bisschen zeigen, dass wir extremst krasse Fehler gemacht haben. Und also, ja, wie gesagt, jeder macht Fehler, lasst euch nicht am Anfang von den vielen Regeln bei Magic abschrecken. Wenn ihr das Spiel lernen wollt, traut euch ran, Fehler passieren, am Ende kann man nur drüber lachen. Wir lachen immer noch über die ganzen Sachen, die wir falsch gemacht haben. Und ja, für alle anderen, ich hoffe, ihr habt einfach Spaß an dem Video. Ich habe jetzt mal hier sowas rausgesucht, was wirklich keiner vorschlagen kann eigentlich, weil er meine Fehler oder unsere Fehler von damals nicht kennt. Und ihr dürft weiter immer noch jetzt unter die Videos so ein bisschen schreiben. Ich möchte noch ein paar Sachen sammeln, was ihr gerne sehen wollt. Natürlich gibt es auch weiter am Mittwoch jetzt immer Deckcheck-Videos. Und vielleicht haben manche Leute es ja verfolgt, der Livestream, der letzte Woche Samstag war. Sonntag war es. Letzte Woche Sonntag. Das war eigentlich ein ganz guter Erfolg, würde ich sagen. Die Leute hatten alle Spaß. Wir haben live Magic gespielt auf einem Stream. Das Video kommt hier auch nochmal auf den Kanal für alle, die es verpasst haben. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Das wird es jetzt ab und zu auch immer nochmal geben. Und ja, jetzt kommen wir erstmal zu dieser doch recht ungewöhnlichen Top-8-Liste. Und ja, auf Platz 8 haben wir die Fähigkeit Trampelschaden. Sie wurde grundsätzlich bei uns so eingesetzt am Anfang, dass die Kreatur, egal von wie vielen Kreaturen sie geblockt wurde, immer ihre komplette Stärke drüber trampeln konnte. Also eine 6-6er-Kreatur mit Trampelschaden hat dem Gegner so oder so 6 Schaden zugefügt, hat Trampeln zu einer recht guten Fähigkeit gemacht. Sie ist ja so schon recht stark, aber im Notfall wurde einfach mal eine Kreatur extremst stark aufgepumpt und der Gegner, egal wie viele Kreaturen er hatte, er konnte mit allen blocken, man konnte dann sagen, ah ja, der Trampelschaden, der geht komplett auf dich, auf den Gegner und dadurch hast du dann verloren, weil meine 15-15er-Kreatur dich einfach niedertrampelt. Das war so unsere Interpretation des Trampelschadens und ja, wir wurden dann irgendwann eines Besseren belehrt. Es war auch, damals hatten wir nicht so wirklich den Zugriff aufs Internet und man musste dann noch in Regelbüchern nachgucken und irgendwie wen finden, der das Spiel vielleicht auch gespielt hat. Wenn der Regeltext dann nicht direkt mit auf der Karte drauf stand, war das halt schon ein Problem für uns. Und ja, mittlerweile wissen wir es natürlich besser, dass der Trampelschaden einfach nicht so auf den Gegner drüber getrampelt werden kann, sondern man muss allen blockenden Kreaturen natürlich erst tödlichen Schaden zuweisen. Und damit kommen wir schon zu Platz 7. Da geht es um Kreaturen mit dem Kreaturentyp Illusion, denn irgendeiner bei uns ist auf die Idee gekommen, da zum Beispiel hier der Phantomkrieger eine Illusion ist und er hat die Fähigkeit, dass er unblockbar ist, was ja eine extra Fähigkeit ist, kam irgendwann mal bei uns das Gerücht auf, es sind ja wirklich früher Gerüchte entstanden, da wir das im Internet nicht einfach nachgucken konnten und auch so nicht viele Leute hatten, die Magic spielen, da wurde das dann mal geglaubt, weil einer gesagt hat, alle Illusionen sind grundsätzlich unblockbar. Natürlich totaler Unsinn, weil es wurde dann immer so argumentiert, ja, auf der einen Kreatur steht das drauf, das ist eine Illusion, die ist unblockbar. Und nur weil es auf der anderen Illusion nicht drauf steht, manchmal werden ja kleine Regeltexte weggelassen. Deswegen sind alle Illusionen grundsätzlich unblockbar. Das haben wir dann natürlich auch irgendwann dann verworfen, weil es natürlich totaler Unsinn ist. Der Kreaturentyp hat keine Auswirkung auf die Fähigkeiten der Kreatur an sich. Und ja, recht frei erfundene Regel damals. Auf Platz 6 gab es, Legenden dürfen maximal einmal in ein Deck rein. Eine Legendärregel hatten wir damals nicht, also wenn zwei Legenden im Spiel sind, dass die kaputt gehen, das gab's nicht. Legendär hieß einfach, die Kreatur ist so selten und legendär, jeder darf die nur einmal im Deck haben. Natürlich auch totaler Unsinn, Legenden darf man natürlich auch viermal im Deck haben. Es dürfen nur nicht zweimal dieselbe Legende auf dem Feld sein. Das ist ja die aktuelle Legendärregel. Wenn man eine zweite Legende dazu spielt, gehen beide kaputt und in den Friedhof. Damals war Legende von uns so interpretiert, dass man sie nur einmal im Deck haben darf. Dann auf Platz 5, das habe ich mir erlaubt, den Fehler. Also ich selber, also mein erstes oder zweites Deck, ich weiß es auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall nicht Standardländer. Darf man bekannterweise ja nur viermal im Deck haben. Ich kam natürlich damals auf die grandiose Idee, da wir massenhaft Artefaktländer haben, könnte ich mir ein Deck um diese hier eingeblendeten Nim-Kreaturen bauen, die mit den ganzen Artefaktländern ja sehr, sehr, sehr stark werden. Das Deck hat auch exakt ein Spiel gehalten, als ich nämlich die fünfte Vault of Whispers ins Spiel gebracht habe, hat mein Gegenüber dann gesagt so, pass mal auf, was machst du da? Und ich habe gesagt, ja, wieso? Die Kreatur kriegt erst +5, +0. Und dann hieß es, nee,
Nicht-Standardländer darf man noch nur viermal im Deck haben. War mir damals nicht bewusst, weil Länder darf man ja so oft reintun, wie man will. Auch ein sehr schöner Fehler. Und das Deck hat sich dann leider nie etabliert und wurde dann direkt zerlegt damals. Dann etwas noch ein bisschen krasser auf Platz 4. Ein Myr darf beim Tappen Länder aus dem Deck suchen und sie direkt ins Spiel bringen. Wird oft falsch interpretiert, wenn da steht add ein grünes Mana, also add one green Mana to your Mana Pool, heißt das. Ah, man sucht sich einen Wald raus, besonders weil der Wald ja auch so schön mit dem kleinen Baum als Symbol da war. Früher, jedes Deck hatte grundsätzlich vier Myrs der Farbe. Also spielt man grün, hat man viermal den grünen Myr im Deck. Spielt man rot, hat man viermal den roten im Deck, weil tappen, ein Land raussuchen, ins Spiel bringen, das war früher der Effekt. Und wir haben uns um die Myrs gekloppt, weil das einfach die besten Karten waren. Und ja, das hat sich dann auch natürlich irgendwann erledigt, wenn man kriegt natürlich nur temporär ein Mana in den Mana Pool. Ja, das hat damals dann auch nicht mehr so geklappt. Dann auch eine Regel, da habe ich vorhin nochmal mit einem Kollegen drüber gesprochen. Wir wissen selber nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind. Und zwar, wenn man seine letzte Handkarte ausspielt, also sobald man 0 Handkarten hat, darf man 7 neue Karten ziehen. Keine Ahnung, wo wir das herhaben, ob das irgendein Mix von Mau Mau oder, nee, Mau Mau ist es nicht, Uno oder so ist. Wir wissen nicht, wo wir das herhaben. Aber generell waren Aggro-Decks demnach sehr beliebt, denn wir haben all unsere Handkarten ausgespielt und dann 7 neue gezogen. Sehr, sehr krasser Fehler. Dann auf Platz 2. Das Deck wurde neu gemischt, wenn es leer war. Also Decktod war uns fremd und es ist ungewöhnlicherweise, na gut, wir haben auch immer 7 neue Karten gezogen, wenn die Hand leer war, aber wenn Decks leer waren, Decktod gab es nicht, das Deck wird neu gemischt. Und das ist auch regelmäßig dreimal ungefähr pro Spiel passiert. Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben, dass es tatsächlich doch so oft funktioniert. Aber ja, wir waren fest der Überzeugung, dass man das so spielt. Und anscheinend hat nie jemand ein Regelheft bei uns gelesen. Ich weiß auch nicht, wie wir auf die Idee gekommen sind. Und ja, die Regeln habe ich mir dann doch im Nachhinein ja so ein bisschen angeeignet. Ich behaupte ja, dass ich relativ regelfest jetzt bin. Aber na gut. Und Platz 1, Skullclamp. Es sollte ja bekannt sein, ist ein sehr, sehr, sehr starkes Artefakt oder eine sehr starke Ausrüstung. Und damals gab es bei uns vielleicht ein, zwei Artefakte, die mal gespielt wurden, weil das ja doch recht ungewöhnlich war. Und wir waren da auch mal wieder nicht so regelfest. Und irgendeiner ist dann mal auf die Idee gekommen, man kann ja jede Kreatur im Spiel ausrüsten. Man kann natürlich auch gegnerische Kreaturen ausrüsten. Also irgendwann ist dann das Deck aufgetaucht, was Skullclamp gespielt hat, ja ein schon sehr viel zu starkes Artefakt. Und damit wurden dann gegnerische Kreaturen ausgerüstet, die dann sterben und man selber hat dann zwei Karten gezogen. Also das war mit Abstand das Schlimmste, was wir uns erlaubt haben bisher bei Magic. Und das war jetzt unsere Top 8 der ja, Regelfehler. Und mich würde es natürlich super freuen, wenn ihr selber mal irgendwie, falls ihr irgendwie so eine schöne Regel euch selber ausgedacht habt, die es dann letztendlich gar nicht gab oder was ihr falsch gemacht habt, wenn ihr das hier in den Kommentaren da lassen würdet, ich würde mich freuen, das auf jeden Fall zu lesen. Und das war es dann für diese Top 8 mal ein bisschen ungewöhnlicher. Ich hätte jetzt natürlich hier gerne für richtige Top 8 Listen ein paar Vorschläge von euch. Was würdet ihr gerne im Deckcheck sehen? Würde ich auch sehen. Und ja, der Stream wird ja auch weiter jetzt am Leben gehalten. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis demnächst. Ciao.